Hallo Freunde von World of Warships. Endlich ist es wieder soweit. Heute machen wir ein bisschen Bullshit mit der Hatsuharu. Oder Hatsuharu. Wie Hadrian sie nennen würde oder wie die Japaner sie generell nennen würden. Und wie wird das aussehen? Es hat jetzt einige Gefechte gedauert, dass ich mit einem Tier 6 Schiff in die widrigsten Umstände geraten könnte, nämlich in ein Tier 8 Gefecht. Deswegen habe ich jetzt schon ein kleines bisschen dieses miese Schiffchen aufs Neue wieder kennengelernt. Einmal kurz die Teams betrachten. Akatsuki, Akatsuki. Ja, es ist gut. Es hätte schlimmer sein können für mich. Es hätte stärkere DDs geben können. Aber seit der japanischen Zerstörer-Ummodellung quasi in zwei Tiers, einmal mit Gunboot und einmal mit Torpedoboote, ist die Hatsuharu ja jetzt von Tier 7 auf Tier 6 zurückgerutscht und ist jetzt ein Gunboot. Wie ihr vielleicht auch sehen könnt, einmal an der Minimap 6,5 km Aufdeckungsreichweite und 6 km Torpedoreichweite und auch hier nur 10.500 HP und ich habe noch 3 Kanonen. Seht ihr, dass das Schiff so unausgerüstet ist wie möglich. Das einzige, das ich glaube ich eingebaut habe, ist ein Modul für die Ruderstellzeit, aber nicht mal das kann ich garantieren. Alles andere ist raus und das ist bewusst so, denn das ist das Schiff, mit dem man startet. Der Kapitän hat kein AFD, der hat aber Inspekteur drauf und die Elite-Schütze. Das ist einfach ein Muss, alles andere wäre, da kann man das Schiff gar nicht fahren, kann man das Schiff gar nicht zeigen. Was ich heute zeigen möchte ist, was kann eine Hatsuharu denn stock? Und das muss so schnell wie möglich sein, denn ich will sie ja natürlich ausrüsten, denn mit den 10 Kilometern, da wird sie brauchbar. Da ist ja fast ein Torpedoboot mit knapp 60 Sekunden, also eine Minute Reload. Das ist jetzt nicht schlecht, 2x3, 10 Kilometer Torpedos. Da spielt sie in einer ganz anderen Liga. Aber jetzt mit den 6,5ern, was kann sie da eigentlich? Und vor allem, was kann sie denn mit den Kanonen machen? Da ich jetzt schon ein kleines bisschen Erfahrung gesammelt habe, und ich wahrscheinlich glaube, dass alle die Hatsuharu für ziemlich beschissen halten, kann ich entgegen, das stimmt nicht, die Hatsuharu ist ziemlich beschissen. Sie ist so beschissen wie am Anfang. Was sie früher ein beschissenes Torpedoboot war, ist sie jetzt eigentlich ein beschissenes Gunboot. Und das, was man mit ihr machen kann, das ist Scouten und Trollen. Und Scouten kann jeder, deswegen will ich ein bisschen trollen. Und dafür kommt mir dieses Herrschafts-, dieses Standardgefecht natürlich gelegener als Herrschaftsgefechte. Denn bei Herrschaftsgefechten sind so ein Kunst im Cap. Und bei Standardgefechten habe ich vielleicht das Glück, dass sich mein Arsch aus der Capzone bewegt. Deswegen werde ich jetzt nach vorne stürmen. Man sieht es ja. Augenscheinlich stürme ich nach vorne. Ich werde nach vorne stürmen. Ist natürlich schwierig. Braucht viel Map-Awareness. Man muss aufpassen, dass man nicht zu nah rankommt. Und am besten wäre noch, wenn endlich die drecks gegnerischen Zerstörer aufgehen würden. Aber gut Ding braucht Weile. Ich verschanze mich mal hinter der Insel. Denn ich will trollen. Ich stürme nach vorne und will das Team zum Rückzug zwingen, nicht durch meine Kanonen oder meine Torpedos, die ich nur abfeuern kann, wenn ich offen bin, sondern durch klassisches Basecapping. Das heißt, ich warte jetzt einfach ein bisschen, schau, wie sich die Schlacht entwickelt und fahre dann, wenn die Gegner weit genug entfernt sind, natürlich ein bisschen Schaden ist immer geil, weit genug entfernt sind, fahre ich in die Base. Vor allem ist Schaden ein bisschen geil, wenn man, ja, jetzt habe ich es verschrieben, wenn man unsichtbar feuern kann. Ja, da hat mich die Insel nicht mehr geschützt, ich hätte weiter nach vorne fahren. Aber, go away, DD, sagt er da. Okay, interessant. Ah, was sagt das zum Gegner? Hier ist ein DD aufgegangen, gute Info. Einer, und wo einer ist, da ist der zweite meist nicht weit, vielleicht ist er auf der anderen Seite. Aber ich bin offen durch. Ach, scheiße, ich habe nicht lange genug gewartet. Ja, das macht die Taktik jetzt natürlich, die Troll-Taktik, ein bisschen zunichte. Aber es sind schon 5346 Schaden, das ist schon mehr als zuvor. Also vor 2 Minuten. Aber das soll es sein für dieses Match. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, wie viel Schaden er schlussendlich rauskommt. Ich sag's mal so, ich erwarte mir nicht mehr als 30.000. Vielleicht ja die Katsuki abstauben, aber ich glaube die Pepsi und die Lea, ja, die Leander wird das schon regeln. Nein, da komme ich sowieso schon zu spät. Mehr als 30.000 wird es nicht werden. Eine Hatsuharu ist keine Farragut. Das muss man sich eingestehen. Der Reload der Kanonen ist einfach zu schwach. Ich glaube mit 6,7 Sekunden, 6,8 Sekunden, sowas.
Das kann man einfach nicht als Gunboot betrachten. Vor allem die Anzahl der Kanonen ist ziemlich schlecht. 5, 2x2 und 1x1. Und danach reduziert auf 2x2. Aber wie gesagt, brauchbare Torpedos. Hier kann ich schießen, denn hier gehe ich gleich wieder zu. Aber zumindest kann sie mich nicht beschießen, ansonsten ist nichts in der Nähe. Aber natürlich, vielen Dank für den großartigen Schaden. Ich liebe die Hatsuharu. Die Hatsuharu und die Hatsuharu liebt mich. Aber immerhin, wie gesagt, ist jetzt der Grind freudiger auf das Tier 7 Schiff, auf das Gunship der Japaner als früher auf die Fubuki. Die war zwar doppelt so gut wie die Hatsuharu, aber ja, halt ein Torpedoschiff. Man ist weniger agil, weniger Action geladen. Mögen jetzt manche anders sehen, aber ich finde einfach das Gameplay von Gunboats interessanter. Schneller, aktiver, schnell vorstoßen, Schaden machen, zurückstoßen. Gut, man muss auch im Nebel campen. Hin und wieder, ich mache das aber selten. Ich spiele eigentlich großteils leichter Kreuzer-Style, so wie die Russen. Spiele ich teilweise auch die Amerikaner. Kommt ganz drauf an, kommt auf die Situation drauf an. Man kann quasi immer dauerfeuern. Ich bin jetzt bei Benson mittlerweile und die schießt alle 3 Sekunden. Wenn ich da nicht schieße, nur schieße, wenn ich Nebel habe, bin ich selbst schuld. Da sind echt immer 50.000, 60.000 Schaden drin mit der Benson. Also großteils natürlich schlechte Runden. Hat jeder. Aber es sind auch gute Runden mit 100.000 Schaden dabei. So ist jetzt auch. So. Jetzt ist alles weit genug weggefahren. Die Bismarck ist zwar noch in der Nähe, aber alles andere ist jetzt relativ weit weg. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass die Hatsuharu. Ach, und ich habe die Sekunde von der Bismarck unterschätzt. Der soll auch auf die Hatsuharu schießen. Der hat aber den 5. Skill noch nicht und deswegen bombardiert mich quasi seine Sekundäre, während sie die Hatsuharu beschießen kann. Das ist natürlich übel. Das ist ungut. Oder er sieht die Hatsuharu da auch noch gar nicht. Deswegen lässt er auf mich fallen und die trifft ziemlich gut. Aber er brennt. 12.000 Schaden mehr als erwartet. Und ich smoke mich quasi nur diese Bahn hier, damit mich die Sekundäre nicht mehr sieht. So. Das Problem bei den Japanern ist, man hat zu wenig Nebel-Buffs, also diese Puffs für Nebel. Das sind einfach zu wenig. Ah, und jetzt wird auch noch die Bismarck aufgedeckt. Sehr gut. Dann kann ich ja ein bisschen feuern. Ich muss mich noch hinter den Nebel verziehen. Und jetzt kommen die epischen 6 Kilometer Torpedos vielleicht dann zum Einsatz, wenn die Bismarck den Kurs hier so beibehält. Den 1 Kilometer überbrückt sie locker. Wäre doch interessant, wenn vielleicht ein Torpedotreffer drin ist. Ich glaube nicht, dass sie den Kurs beibehält. Aber man sieht auf der Karte immerhin, 3, 4 Schiffe fahren zurück. Ach Gott, das hat mich aufgemacht. Au, ich bin zu nah an die Bismarck rangekommen. Da muss sie jetzt raus. Ja, ja, natürlich. Ah, jetzt dreht sie wieder weg. Ja, ist klar. Wie gesagt, haben nicht erwartet, dass was trifft. Aber der Troll hat trägt Früchte. 5 Schiffe kommen zurück. 6 Schiffe kommen zurück. Das heißt, im Gegenzug, 4 Schiffe sind tot, 6 kommen zurück, das sind 10. Das heißt, 2, die 2 rechts oben in D10. Jetzt heißt es nur ausweichen, ein bisschen Schaden vielleicht noch einsetzen. Aber die 2 Schiffe oben in D10, die kämpfen gegen die Übermacht. Die kämpfen gegen 4 und da ist das erste schon tot. Außerdem kann man sich auf den Rückzug befindliche Schiffe leichter beschießen, denn die meisten Schiffe sind hinten weich und haben weniger Kanonen. Das heißt, es hat schon mal was fürs Team gebracht. Werde niemals durchcappen können. Da hätte ich viel länger warten müssen. Das ist klar. Da hätte ich warten müssen, bis die Bismarck weg ist. Da hätte ich noch 2 Minuten warten müssen. 2 Minuten, dann hätte ich die 2 Minuten 50 oder 2 Minuten 30, die sie hier sind zum Durchcappen. Die hätte ich Zeit gehabt und hätte gewinnen können. Aber das war ja nicht die Intention. Gut, das wäre eigentlich besser gewesen. Aber ich war zu dämlich, um das zu checken, weil ich nicht wusste, wie weit die Schiffe auf der linken Seite hier weg sind. muss ich einfach sagen. Habe ich nicht so drauf geachtet, war auch Arbeit genug, herzukommen und zu schauen. Und dann war ich einfach gierig und wollte was schießen. So ist halt der Mensch. Ich will nicht mit 5000 Schaden rausgehen, aber gecapped haben. Ein gewonnenes Gefecht ist schön und gut, aber man sollte doch auch, ja, Spaß haben im Spiel. Und
Spaß bedeutet gut sein. Und ja, naja, jetzt geht's mir natürlich dreckig. Die Bismarck wieder mit ihrer Sekundären. Das wird dann auch wohl gewesen sein. Natürlich mache ich es jetzt denn hier nicht leicht. Bismarck muss brennen. Ja, oh, von links kommt noch eine Gneisenau. Vielleicht habe ich ja Glück und ich treffe irgendwann mal. Ja, die scheiß Gneisenau. Ich treffe irgendwann mal was, dass die vielleicht noch rausfliegt. Aber das gegnerische Team hat 5 Schiffe verloren, wir 3. Und wir haben mehr Punkte. So. So, jetzt auch mal dem Team kundgetan hier. Ich hoffe, man hört meine Tastatur nicht klimpern. Ein neues Mikro ist schon in die engere Auswahl und ich werde mir eins bestellen, ein dynamisches Kondensatormikrofon. Dass ich nicht wie beim großen Membranmikrofon diese Nebengeräusche habe, die ich dann kleinlich raus editieren muss, weil es mich übelst stört, wenn es zu laut ist. So, aber jetzt. Wegen des Tippens habe ich die Gneisenau nicht kommen sehen. Oder nicht so drauf geachtet. Und ja, die Gneisenau hat auch 7,2 Kilometer Sekundäre. Die Bismarck ist zurückgeblieben. Aber das wird mir jetzt auch nichts mehr nützen. Jetzt heißt es einfach fighten, hoffen, dass ich noch einen Torpedotreffer mache. Den Smoke ausnützen, was mir auch nicht so viel bringt, denn die Gneisenau stürmt einfach zu schnell nach vorne. Und das Problem ist, die Map ist hier zu Ende. Die Gneisenau mit den 32 Knoten, ich entkomme dir einfach nicht. Könnt in die andere Richtung abdrehen. Ja, mal sehen. Warum ich jetzt hier smoke, ist einer. Das hat zwei Gründe. Einerseits natürlich gegen die Secondary der Gneisenau, weil die macht mich fertig. Der zweite, weitaus wichtigere Grund ist, Torpedos durch den Nebel zu schicken. 20 Sekunden habe ich noch. Denn die Gneisenau wird wohl oder übel in den Nebel stoßen, denn sie wird denken, ach, jetzt macht mich das Flugzeug auf, dass ich noch im scheiß Nebel sitze. Vielleicht, ich hoffe, sie ist schon drin. Das scheiß Gneisenau-Flugzeug macht mich auf. Ja. Ich hoffe, sie ist schon reingefahren. Das bedeutet für mich, dass ich gleich, wenn ich in den Nebel torpe... Ja, sieht gut aus, sie ist drin. Nein, sie fährt jetzt wieder raus. Ah, ich hoffe, ich treffe doch einen. 30.000 Schaden habe ich mit der Hatsuharu getrollt. Habe ich mit der Hatsuharu... Sieht alles in allem, ja, nach dem aus, was ich machen wollte. Ja, run, Didi. Das ist leichter gesagt als getan, wenn das Schlachtschiff schneller ist, als man selbst fasst, oder nur unwesentlich. Und da ist der Torpedotreffer, 10.000. Ja, das war's jetzt. Nächste Salve bin ich raus. Unwesentlich schneller ist, also wenn man selbst nur unwesentlich schneller ist, als das verfolgende Schlachtschiff. Aber die Zeit, die ich verschafft habe, 7 Minuten sind wir jetzt nur noch vom Sieg entfernt. Das ist schon brutal. Das ist... war jetzt kein... I do my best noch tipsen. Das schaffe ich auch nebenher. Und enter. Und Sieg mit 47.000 Schaden. Teambewertung Mittelfeld. Gut getrollt mit der Hatsuharu. Zumindest finde ich das. Ausführlicher Bericht. Ihr seht ja. Ich danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Wenn ihr mehr solche Tests oder solche Just for Fun Videos sehen wollt. Anstelle... Also zur Auflockerung zu anderem Gameplay oder zum Strut Talk oder zum ernsten Gameplay oder zum runden Gameplay, dann lasst es mich wissen. Über ein Abo freue ich mich immer. Aber am meisten freue ich mich über Kommentare. Was haltet ihr davon? Wie hättet ihr das gemacht? Und wie findet ihr die Hatsuharu jetzt? Und wie fandet ihr sie vorher im Vergleich vielleicht? Und was stellt ihr mit dem Schiff an? Oder grindet ihr durch oder überspringt mit Free XP? Free XP! Versprecher, raus editieren oder drin lassen? Drin lassen. Dann sehen wir uns wieder im Gefecht. Ciao.